Thema. Die Tina loggt sich jetzt gleich nochmal neu ein. Ich habe gesehen, die Frau Helmich hat schon in den Chat ein Feedback geschrieben, dass sie keinen Ton hat. Insofern, das ist schon der erste Tipp gleich zu Beginn. Wenn es mal passieren sollte, Sie haben jetzt keinen Ton, einfach Meetingfenster schließen, nochmal über den Link neu betreten. Und wenn Sie Moderator, Veranstalter sind, dann einfach links oben auf das Mikrofonsymbol klicken und dann wird der Ton übertragen. Ja, Frau Helmich, Sie hören mich wunderbar. Jetzt will ich mal schauen. Nee, die Tina ist. Loggt sich noch gerade ein. Ich hatte schon mal reingeschrieben, wo befinden Sie sich denn? Ich sehe, der Carsten Borg hat geschrieben, morgen aus Landau. Ich glaube, in der Pfalz befindet sich das. Ja, kommt auch der Ton gut rüber. Die Frau Helmich. Frau Helmich, wo hören Sie uns zu? Aus Butzbach in Mittelhessen. Wunderbar. Es ist ja wirklich sehr verteilt über Deutschland, auch aus NRW, der Malte Stock, herzlich willkommen. Und dann warten wir noch mal einen Augenblick, bis die Tina sich eingeloggt hat. Der Carsten Borg grüßt aus der Pfalz, also Landau in der Pfalz. Wunderbar. Ich würde dann einfach mal noch mal auf die zweite Seite überblenden, wo wir einfach noch mal zusammengefasst haben, die Vorteile, was macht Spreed aus? Es ist eine einfache Bedienoberfläche. Sie können in kurzer Zeit Meetings planen und organisieren. Bezug auf Datensicherheit. Sie haben sicherlich die ganze Debatte mit NSA mitbekommen, die ja jetzt auch weiterläuft. Da muss man einfach sagen, dass die Daten in Deutschland gehostet werden, gehalten werden von Spreed. Das ist ein sehr großer Vorteil jetzt in unserer heutigen Zeit. Sie müssen weder Software runterladen noch installieren. Spreed funktioniert nicht nur bei Windows-Rechnern oder Laptops, sondern auch bei Linux-Systemen und auch Macs. Und mittlerweile gibt es auch die sogenannte Spreed Webinar-App für iOS und Android, wo Sie Präsentationen schauen können und chatten können. Das sind die Funktionen der Spreed Webinar App. Sie können Meetings bis zu 1000 Teilnehmern und mehr organisieren. Die Verschlüsselung ist mit 256 Bit AES und registrieren können Sie sich ganz einfach unter spreed.com. Was erwartet Sie heute? Vor dem Spreed Meeting geht es erstmal darum, das Veranstaltungsformular zu Format, nicht Formular, Format zu definieren. Wichtig ist natürlich die Hard- und die Software, dass die passend ist, dass sie bereitgestellt wird. Sie müssen die Zielgruppe auswählen, ansprechen und einladen und natürlich den Spreed-Meeting-Raum entsprechend vorbereiten. Während des Spreed-Meetings geben wir Tipps für einen optimalen Meeting-Verlauf. Und nach dem Meeting erhalten Sie über Statistiken nochmal eine Auswertung. Da geht es darum, wie ist der Umgang jetzt mit Dokumenten und Aufzeichnungen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, dass wir jetzt schon mal eine kleine Umfrage machen, wo wir einfach wissen wollen, wo stehen Sie jetzt gerade? Ich kenne Spreed noch gar nicht, habe von Spreed gehört, aber noch kein Meeting besucht, moderiert. Kenne Spreed als Teilnehmer, ich kenne Spreed als Veranstalter, Moderator und nutze es. Oder die letzte Antwortmöglichkeit, ich kenne Spreed und nutze aktuell eine andere Lösung. Ich würde jetzt die Umfrage einfach mal starten und dann können Sie Ihr Voting uns abgeben. So, Brian, bin ich jetzt zu hören? Wunderbar. Mein Rechner ist leider abgestürzt, deswegen muss ich jetzt hier kurz einen Neustart vornehmen, aber ich denke, jetzt wird es klappen. Ja, wir haben hier die Umfrage, da können wir schon sehen, wie viele Teilnehmer abgestimmt haben. Wir können aber nicht sehen, wer was abgestimmt hat. Insofern ist Ihr Voting hier komplett anonym. Ja, dann würde ich sagen, Brian, wie weit sind wir mit der Umfrage? Ja, schon fast alle abgestimmt. Ich würde die Frage jetzt mal beenden und das Ergebnis veröffentlichen. Wir sehen, dass auch Sie schon als Veranstalter Moderator kennen und wir haben allerdings auch zwei, die Sie noch gar nicht kennen. Da sind Sie goldrichtig in unserer Veranstaltung.
So, und dann können Sie mit Klick auf das Kreuz das Umfragefenster hier schließen und wir blättern mal weiter. Ja, was sind die größten Herausforderungen bei den Online-Events? Dass Sie Ihr Publikum nicht einschläfern, dass es entscheidend, dass Sie hier eine angenehme Atmosphäre schaffen. Dazu sollten Sie die Ziele und die Inhalte ganz klar definieren und sich noch viel mehr als bei einem Live-Event hier vorbereiten, das Storyboard genau ausarbeiten und eben in die Rolle eines Regisseurs oder Moderators schlüpfen. Dazu müssen Sie erstmal überlegen, welche Zielgruppe Sie hier ansprechen mögen. Vielleicht können Sie uns hier mal in den Chat reingeben, was denn Ihre geplante Zielgruppe ist. Haben Sie sich dazu schon Gedanken gemacht? Dann geben Sie uns doch hier mal Ihre Rückmeldung in den Chat rein. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kundenbindung, potenzielle Neukunden erreichen oder die Kollegen, Mitarbeiter informieren. Das sind potenzielle Möglichkeiten für Ihre Zielgruppe und da können Sie sich einfach mal intensiver vorab Gedanken machen, was da die richtige Kommunikation ist. Wann erreichen Sie Ihre Zielgruppe? Auch ganz entscheidend, um wie viel Uhr. Webinare, Online-Meetings meistens am Vormittag oder eher abends gewünscht. Allerdings kann ich Ihnen auch schon sagen, dass die meisten Menschen gerne dann die Webinare anschauen, wenn sie Zeit haben oder wenn sie gerade im Rahmen des Themas sich damit befassen. Insofern sollten Sie hier auf jeden Fall auch eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen, damit Ihre Teilnehmer jederzeit im Nachhinein, beispielsweise über YouTube, diese Veranstaltung auch nochmal abrufen können. Ja, gute Hardware ist ganz entscheidend, kabelgebundenes Headset, eine qualitativ hochwertige Kamera und eine Tageslichtleuchte. Das heißt, hier sollten Sie auch für eine gute Beleuchtung schaffen. Solche Tageslichtleuchten können Sie online beispielsweise bei Amazon bestellen. Die kosten auch nicht mehr die Welt und schaffen vor allem in den dunkleren Jahreszeiten hier ein ganz gutes Licht. Ja, stellen Sie eine Interessentenliste zusammen und bauen sich auf jeden Fall sukzessive einen Verteiler auf und bewerben Sie Ihre Veranstaltung in den Ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen. In Spreed können Sie die Online-Anmeldung, die haben wir seit ein paar Monaten für Sie hier veröffentlicht, die können Sie nutzen und Sie können individuell Ihre Teilnehmer ansprechen, indem Sie Einladungstexte personalisiert erstellen und dann auch so die Zugangsdaten versenden. Ja, hier mal ein Blick auf die Online-Anmeldung, aber wie das genau in Spreed funktioniert und wie Sie Ihre Ansprache individuell erstellen können, das zeigen wir Ihnen jetzt per Screensharing live. Genau, dazu nutzt man Screensharing und dazu brauchen Sie einen Screensharing-Client, den habe ich vorab schon gestartet. Und das schauen wir uns jetzt schon mal kurz an, wo Sie die Option einstellen. Ich habe jetzt hier schon mal ein öffentliches Meeting angelegt und wenn ich hier die Optionen auswähle, dann sehen Sie hier unten ist diese Auswahl Online-Anmeldung. Ich speichere einfach diese Änderungen und dann sehen Sie hier sofort, das ist der Link jetzt zur Online-Anmeldung und das können Sie jetzt in Ihrer Webseite auf Ihrem Blog integrieren, zum einen als iFrame oder als Pop-up-Fenster, also das dann als neues Fenster dann sich öffnet. Ich öffne jetzt gleich mal einfach einen neuen Tab jetzt in meinem Browser und da schauen wir uns kurz mal an, wie sieht denn diese Online-Anmeldung dann überhaupt aus? Und da sehen Sie jetzt hier, dass Sie sich hier mit Name, mit Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Organisation ist optional und Zeitzone anmelden können und dann werden Sie automatisch, kriegen Sie dann einen Zugangslink zu dem Spreed Online Meeting. So, gehen wir jetzt nochmal in die Teilnehmerliste.
Hier sehen wir schon, hier sind zwei Teilnehmer eingetragen. Sie können das vorab schon definieren, wer ist Moderator. Also Sie können mehrere Moderatoren definieren. Sie sehen die PIN auch schon. Sie können hierüber anpassen. Und wenn Sie die Einladung individuell gestalten wollen, dann klicken Sie einfach auf den Einladungseditor, dann nochmal diese Option Einladung für die ausgewählte Sprache anpassen. Und dann können Sie individuell den Einladungstext anpassen. Wichtig ist jetzt dieser Link. Das ist der Link, worüber die Teilnehmer in das Speed Online Meeting gelangen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten jetzt diese ganzen telefonischen Einwahlnummern weltweit nicht in Ihren Einladungstext haben, können Sie die einfach entfernen. Sie bestätigen das dann mit Änderungen speichern. Und wir haben hier unten eine ganze Reihe von Variablen, die Sie auch per Copy and Paste einfach kopieren können und dann einbinden können und dann natürlich persönlichen Text hinzufügen. Zum Beispiel halt eben, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Wichtig, wie gesagt, ist immer, dass Sie diese Änderungen hier bestätigen, mit Änderungen speichern. Und hier unten ist dann der Link mit dem Einladungsversand. Hier können Sie auch nochmal zusätzlich eine Reminder, also eine Erinnerungsfunktion aktivieren. Das bedeutet dann, dass einen Tag vorher zur angesetzten Uhrzeit, eine Stunde vorher und ein paar Minuten vor dem angesetzten Meetingbeginn eine Einladung rausgeschickt wird. Vielen Dank, Brian. Jetzt haben wir ja schon mal das Wichtigste gesehen. Wie bekommen die Teilnehmer ihre Zugangsdaten? Und ja, dann sollten Sie sich überlegen, mit welchen Argumenten Sie überzeugen. Das heißt, das Thema sollte sehr präzise aufbereitet sein. Da können Sie einen Branchenfokus wählen oder ja, je nachdem, welche Painpoints in Ihrer Zielgruppe eben herrschen. Ja, schaffen Sie ein exklusives Ambiente. Hier habe ich Ihnen nochmal eine Liste an Möglichkeiten gegeben, wie Sie auf Ihren Event aufmerksam machen können. Dort können Sie überall den Link zur Online-Anmeldung publizieren oder natürlich auch die Integration via iFrame. Sie können sie beispielsweise auf Ihrer Facebook-Seite vornehmen. Mit einer Facebook-App kann man hier iFrames integrieren. Und ja, jetzt gibt es verschiedenste Möglichkeiten, darüber hinaus noch Veranstaltungen zu bewerben. Nicht nur in Facebook, sondern auch natürlich in den anderen Netzwerken, LinkedIn, Google Plus etc. Sie können auch Dokumenten-Sharing-Plattformen nutzen, die hier Präsentationsplattformen wie SlideShare beispielsweise, die werden in den Suchmaschinen ganz gut gerankt. Da haben Sie eben auch noch eine Plattform, Twitter, auch immer eine gute Möglichkeit. Suchen Sie einfach die Kanäle heraus, die für die Ihre Zielgruppe hier affin ist. Ja, dann, was gehört sonst noch zur Vorbereitung, wenn Sie schon einen Vortrag haben, den Sie vor Live-Publikum gehalten haben, dann sollten Sie diesen unbedingt anpassen und nicht eins zu eins in die Online-Version packen. Weniger Folien sind mehr, beziehungsweise auch weniger Text auf die Folien. Und mit 60 Minuten sind Sie beim Maximum. Das schöpfen wir heute auch voll aus. Und dann sollten Sie natürlich noch die Teilnehmerinteraktion integrieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in Spreed, die wir uns gleich anschauen, nämlich den Chat, die Nachrichten und die Umfragen und das Teilnehmerfeedback. Und das schauen wir uns im Screensharing an. Bitte schön, Brian. Ja, danke Tina. Ich habe jetzt wieder auf Screensharing umgeschaltet und die Umfragen, die haben Sie ja schon mitgekriegt. Sie haben ja schon an der Umfrage teilgenommen. Das zeige ich jetzt gleich mal in unserem Meeting-Fenster. Da klicken Sie einfach als Moderator auf Extras Umfrage und dann Neue Umfrage. Da können Sie die Umfrage anlegen. Wir können uns das gleich mal bei der schon geführten Umfrage anschauen. Wie sieht es halt eben aus der Moderatorensicht aus? Und
wenn wir jetzt, wie gesagt, eine neue Umfrage anlegen, dann einfach einen Titel vergeben, eine Frage eingeben und Sie können die Anzahl der Antworten individuell anpassen. Das heißt, Antworten hin bis zu 10 Antworten können sich dort einstellen lassen und wenn Sie nicht so viele Antwortmöglichkeiten haben, können Sie die einfach entfernen und es gibt auch die Möglichkeit Multiple Choice. Da müssen Sie einfach hier ein Häkchen setzen. Jetzt wechseln wir nochmal auf unser Meeting, wo wir jetzt eben gerade die Einladung angepasst haben, jetzt beim Einladungseditor einfach individuell gestaltet haben und wenn wir uns jetzt hier in dieses Breed Online Meeting Webinar nochmal parallel einloggen, dann schauen wir uns jetzt nochmal diese Interaktionsmöglichkeiten an, die es bei Spreed gibt, also das Nachrichtenfenster und auch den Chat und wie Sie damit umgehen können. So, jetzt haben wir hier einfach auch die Möglichkeit, das Meeting zurückzusetzen, hier über Meeting zurücksetzen und wenn Sie jetzt hier rechts oben eine Präsentation eingeblendet haben, dann können Sie über Ansicht und dann Chat einfach den Chat unten drunter einblenden. Wenn Sie jetzt sagen, so einen offenen Chat können Sie jetzt nicht, wissen Sie nicht, was da alles reingeschrieben wird, Sie können auch den Chat ausblenden. Das geht auch wieder über Ansicht, Chat und dann haben wir über Extras Nachrichten einschalten, das ist das Nachrichtenfenster, das bedeutet, dieses Fenster sehen nur Moderatoren. Das heißt, wenn dort Fragen, Themen von den Teilnehmern eingegeben werden, dann wird es sehen, dass die Teilnehmer standardmäßig nicht, sie können es für die Teilnehmer einblenden, hier mit dem Häkchen, aber so sehen es nur die Moderatoren. Wenn Sie mit dem Mauszeiger vorne auf dieses i-Symbol gehen, dann sehen Sie nochmal genau, wer hat das diesen Texteintrag gemacht, die E-Mail-Adresse und die komplette Textnachricht. Sie können es dann direkt beantworten, markieren, kopieren oder auch löschen. Und zum Schluss natürlich eine super kurzfristige Feedback-Möglichkeit sind diese Feedback-Symbole, wo Sie halt eben einfach kurzfristig Feedback geben können, zum Beispiel halt eben zustimmen. Und wenn Sie das Feedback wieder zurücksetzen möchten, einfach nochmal auf diesen Button und dann alles okay, dann wird es zurückgesetzt. Ja, wichtig ist, das Teilnehmerfeedback alle paar Minuten hier einzublenden, damit Ihre Teilnehmer auch immer wieder hier im Meeting partizipieren können. Ja, wenn Sie kurz vor Beginn des Meetings sind, sollten Sie Ihr eigenes Set nochmal überdenken und kontrollieren. Haare, Kleidung, der Hintergrund, die Kamera sollte auf Augenhöhe positioniert werden. Zur Ausleuchtung habe ich auch schon gesagt, gibt es die Tageslichtleuchten, die ich sehr empfehle. Eliminieren Sie Hintergrundgeräusche, schließen Sie das Fenster beispielsweise und stellen sich auch auf jeden Fall ein Glas Wasser bereit. Dann sollten Sie Ihre Rollenverteilung klären, wer kümmert sich um den Chat, um das Nachrichtenfenster, wer macht Support und wie sind Ihre Handovers bei der Doppelmoderation, wann übergeben Sie zum Co-Moderator und da können Sie natürlich auch, wenn etwas schief geht, wie beispielsweise vorhin hier, entsprechend auch wechseln. Ja, das zweite Set sollte sein Ihr Content. Den sollten Sie auf jeden Fall nochmal überprüfen, ob alle Dateien hochgeladen sind, ob der Webinarraum, wenn Sie keine Kamera nutzen, mit dem eigenen Porträt und dem Logo individualisiert wurden. Ihre Bandbreite müssen Sie noch anpassen auf die entsprechenden Gegebenheiten und checken Sie auch nochmal Ihr Headset und Ihre Kamera. Und wie man das in Spreed macht, schauen wir uns jetzt live an. Ja, ich gehe jetzt gleich mal nochmal auf die Bandbreite ein und zwar gleich hier in unserem Meeting. Die können Sie nämlich verändern über Einstellungen, Verbindungseinstellungen. Da ist die Standardeinstellung die geringe Leistung und die können Sie natürlich hochsetzen, wenn Sie eine gute Verbindung haben, eine gute Internetbandbreite oder auch weiter runtersetzen.
auf Bandbreitensaver oder halt eben auch kein Video. Dann sind keine Videos abspielbar, beziehungsweise können dann kein Video übertragen. Wenn wir uns bei den Einstellungen nochmal den zweiten Punkt Kameraeinstellungen ansehen, dann können Sie da schon mal gucken, ob Ihre Webcam übertragen wird, also eine Vorschau aktivieren. Und der dritte Punkt bei Einstellungen sind die Mikrofoneinstellungen. Da können Sie gucken, okay, welches Gerät ist jetzt gerade angeschlossen, welches Headset. Wir empfehlen ja ein USB-Headset. Das ist jetzt in diesem Fall hier dieses Headset von Logitech, was ich verwende. Und wir empfehlen keine automatische Aussteuerung, sondern individuell die Lautstärke anzupassen. Und die Echo-Reduktion, die können Sie auch aktivieren. Wenn ich jetzt nochmal zu unserer Meeting-Verwaltung Mindspeed gehe, dann habe ich jetzt hier über Meeting-Aktionen, Präsentationen und Dateien die Möglichkeit, alles, was ich zeigen möchte, also Texte, Bilder oder auch Videos, in das Feld Präsentationen zu laden. Da sehen wir hier, das sind ein paar PowerPoint-Dateien, eine PDF-Datei. Wenn Sie davon zum Beispiel eine Datei in der Lobby anzeigen wollen, dann einfach hier Häkchen setzen. Alles, was Sie zum Runterladen zur Verfügung stellen wollen, zum Austausch, das wählen Sie bei Dateien hoch. Dateien können nicht gezeigt werden, sondern die werden einfach zur Verfügung gestellt als Link zum Runterladen, zum Dateiaustausch. Und wenn wir jetzt hier bei Einstellungen nochmal schauen, gibt es die Möglichkeit der Personalisierung für alle, die professionell Spreed nutzen wollen, Porträt und Logos. Das heißt, wenn Sie anstatt der Webcam, des Webcam-Bilds, ein Porträtbild zeigen wollen, dann laden Sie einfach bei Porträt ein Porträtbild hoch. Wenn Sie Ihr eigenes Markenlogo oder Firmenlogo hochladen möchten, können Sie das hier mit Ihrer zusammen mit einer Spreed-Lizenz auch machen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in unser Spreed Online Meeting Webinar, dann müsste jetzt dann auch im Meetingraum links oben das Logo, also das Strukturlogo, angezeigt werden von der Struktur AG, die hinter Spreed und auch anderen Lösungen steht, und da sehen Sie jetzt hier, steht nicht mehr Spreed, sondern da steht Struktur, und da könnte jetzt Ihr eigenes Firmen- oder Markenlogo stehen. Ja, so muss ich die Mühe zu machen, diese Dinge zu individualisieren, weil die Teilnehmer nehmen das auf jeden Fall wahr. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, üben, üben, üben. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wie sieht es denn aus mit der Software? Sie sollten natürlich auch die entsprechende Spreed-Lizenz haben. Sie können bei uns bis wenige Stunden vorher, vor der Veranstaltung, noch eine Lizenz buchen. Die benötigen Sie, wenn Sie mehr als 3 Teilnehmer im Webinar oder im Online-Meeting haben. Generell sollten Sie darauf achten, dass Sie eine plattformunabhängige Lösung einsetzen, denn Sie wissen nie, ob Ihre Teilnehmer Windows, Linux oder Mac einsetzen. Dann sollte auf jeden Fall die mobile Teilnahme möglich sein. Wir haben mittlerweile schon ja fast 50% mobile Teilnehmer, und für die Teilnehmer sollte das ganze Meeting natürlich auch ohne die Installation einer Software oder von Java sein. Und sie sollten natürlich auch, insbesondere wenn sie hier vertrauliche Informationen übermitteln, auf eine hohe Verschlüsselung achten. Ja, das sind nochmal unsere Lizenzmöglichkeiten, bis 3 Teilnehmer kostenlos. Und hier können Sie dann die einfache Meeting-Variante, da haben Sie schon mal die Grundfunktionalitäten, können Dateien austauschen, präsentieren, als Veranstalter auch das Video anzeigen. Damit sind Sie schon mal ganz gut, können Sie für 199 € im Jahr starten, für 20 Teilnehmer. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, hier noch die Pro-Version zu buchen. Sie kann dann die telefonische Einwahl, hat auch eine Aufzeichnungsfunktion dabei, und Sie können hier auch die Animationen in PowerPoint zeigen. Ja,
Event-Lizenz. Das ist für die Einmalveranstaltungen, die gilt bis zu 10 Stunden. Ja, wichtig bei Spreed ist auch, ist es ein privates oder ein öffentliches Meeting. Bei den privaten Veranstaltungen können nur eingeladene Teilnehmer am Meeting teilnehmen. Das heißt, jeder enthält einen dedizierten Zugangslink und der funktioniert auch nur ein einziges Mal. Demgegenüber bieten wir die öffentlichen Meetings an. Damit können wir eine große Teilnehmerschaft ansprechen. Das ist für One-to-Many-Veranstaltungen besonders gut geeignet. Und Sie können über einen einzigen Link in allen Kommunikationskanälen auf Ihr Meeting aufmerksam machen. Dann lässt sich das natürlich auch viel, viel leichter verbreiten. Ja, Sie sollten dann auch noch überlegen, ob die Bildschirmauflösung angepasst ist, das Chat und das Nachrichtenmodul an ist, genau, und die Teilnehmerliste, Vorschau ein- oder ausgeblendet ist und die Aufzeichnung gestartet ist. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, sind die Verbindungseinstellungen geprüft, das Mikrofon korrekt eingestellt, Lautstärke, Übersteuerung, da sollten Sie natürlich auch drauf achten und die Webcam gut ausgerichtet ist. Ja, das schauen wir uns alles jetzt nochmal in live an. Ja, ich habe jetzt eben kurz in den Chat auch den YouTube-Link gepostet. Wir haben jetzt Screensharing auch nochmal als YouTube-Video erklärt mit dem Google Chrome Browser. Der Herr Stock hatte da gepostet nochmal, wie ist das jetzt mit der Bildschirmübertragung, was wird da freigegeben. Ich habe jetzt ausgewählt, dass mein gesamter Bildschirm freigegeben wird. Das heißt, alles das, was ich sehe, das sehen Sie jetzt auch. Sie haben unten drunter auch nochmal so eine Auswahl, so eine Checkbox, wo Sie ein Häkchen setzen können, Bildschirm einpassen. In Englisch heißt das Fit to Screen und dann ist die Ansicht einmal größer oder einmal kleiner. Das können Sie gerne auch ausprobieren. Und jetzt wollen wir zusammen noch mal kurz, die Tina ist ja eben schon drauf eingegangen, zusammen ein neues Meeting noch mal anlegen und dabei schauen, oben ist erstmal die Auswahl privat oder öffentlich. Privat heißt, jeder kann seine Webcam und sein Headset aktivieren, auch den Zeiger. Das heißt, ein privates Meeting ist eher für kollaborative Zwecke geeignet, also wenn Sie sich austauschen wollen, dann auch übers Headset, über Webcam. Wir haben jetzt hier ein öffentliches Meeting, was wir durchführen, also unser Webinar. Und ein öffentliches Meeting ist halt eben ohne zwingende Einladung. Privates Meeting ist auch passwortgeschützt, nochmal zu sagen. Und überall dort, wo Sie diese grünen Pünktchen haben, da müssen Sie Eingaben treffen. Das heißt beim Titel, die Lizenz, die Sie gekauft haben, also zum Beispiel diesen Meeting 10 Pro, da können Sie sich auch telefonisch einwählen. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz an, was sind denn die Optionen, jetzt in diesem Fall von einem öffentlichen Meeting, wenn Sie zum Beispiel ein Jahresabo gekauft haben, jetzt in diesem Fall, was ich jetzt ausgewählt habe, Meeting 10 Pro, und Sie möchten halt regelmäßig gleiche Präsentationen anbieten oder halt Webinare können Sie ein dauerhaftes Meeting anlegen. Das bedeutet, es ist immer die gleiche Meetingnummer. Sie müssen nicht jedes Mal Ihre Präsentation neu hochladen. Präsentations-PDF bedeutet, dass Ihre Teilnehmer, wenn Sie mit denen zusammen halt auch die Präsentation bearbeiten, das macht Sinn zusammen mit der Telefonkonferenz, dass die Leute halt eben Rederecht haben, denn in diesem Fall können sie auch gemeinsam an der PowerPoint oder der PDF Annotationen hinzufügen, Beschriftungen machen. Anonym erlauben bedeutet, dass man keinen Namen eingeben muss, was die Voraussetzung ist für ein öffentliches Meeting. Die eingeladenen Teilnehmer in der Lobby anzeigen bedeutet, dass die Namen unten in der Lobby nochmal angezeigt werden. Online-Anmeldung haben wir uns schon angeschaut und jetzt werfen wir noch einen Blick kurz, wie sieht es aus bei einem privaten Meeting. Sie sehen, da können Sie auch dieses Präsentations-PDF und die eingeladenen Teilnehmer auswählen. Was wir hier nochmal als eigene Option haben, ist dieses Classroom-Feature. Classroom bedeutet, dass nur die Webcam des Moderators gesehen werden kann.
zusammen mit der eigenen Kamera. Also das ist das Maximum, wenn Sie zum Beispiel zu 10 jetzt halt in der Schulung sich befinden und alle haben die Kamera aktiviert, dann sehen mit dieser Option nicht alle die ganzen Kameras, die aktiviert sind, sondern nur maximal die eigene und die des Dozenten, des Veranstalters. Und diese Lobby-Option bedeutet, dass die Teilnehmer in der Lobby bleiben, auch wenn sie das Meeting starten. Das heißt, mit dieser Option müssten Sie auf jeden Teilnehmernamen in der Teilnehmerliste klicken und den dann persönlich ins Meeting hereinholen. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wo ist es mit der Aufzeichnung, da klicken Sie hier auf Extras. Sie wissen ja, es läuft jetzt gerade eine Aufzeichnung. Da können Sie die Aufzeichnung starten, Titel definieren und auch nochmal eine Beschreibung. Und über diesen Punkt kann auch die Aufzeichnung jederzeit beendet werden. Ja, vielen Dank, Brian. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Online-Meeting ab. Dann kommen wir dazu, was ist während des Meetings los. Hier sehen Sie mal die Ansicht, wie man sie als Moderator sieht. Hier unten die ganzen Modis, hier haben Sie das Herzstück, die Präsentationsfläche. Links können Sie bis zu 14 Videobilder einblenden. Die Teilnehmerliste lässt sich auch optional ein- und ausblenden oder auch nur für Moderatoren einblenden. Hier unten das File-Sharing, da können Sie die Handouts für Ihre Zuschauer zur Verfügung stellen. Lassen Sie mal Ihren Blick nach links unten wandern. Da haben wir auch eine Datei, ein PDF für Sie reingestellt. Das können Sie mal testen, ob Sie sich das runterladen können. Ja, und dann gibt es hier eine ganze Reihe noch an Menüs, Funktionen. Hier können Sie Kamera, Mikrofonsteuerung, telefonische Einwahl vornehmen. Und eine besonders sinnvolle Option im Online-Meeting ist die Folienvorschau. Die habe ich im Moment bei mir auch eingeblendet. Die können Sie aber als Teilnehmer nicht sehen. Das ist ein echter Vorteil im Vergleich zur Live-Präsentation auf der Bühne. Da haben Sie hier als Präsentator immer die Möglichkeit, auch direkt in eine Folie reinzuspringen über die Vorschau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Umfrage. Wie häufig nutzen Sie Spreed oder eine andere Webinar-Lösung? Und die blende ich Ihnen jetzt einmal ein. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie uns hier mal eben Ihr Feedback geben und dann können Sie uns einfach mal mitteilen, ob Sie Spreed täglich, wöchentlich, monatlich nutzen oder sogar seltener oder ob Sie eine andere Lösung nutzen. Und da freuen wir uns auf jeden Fall über Ihre Rückmeldung, Ihre Abstimmung. Ich sehe auch, fast alle Teilnehmer haben bereits abgestimmt. Vielleicht können die letzten Teilnehmer jetzt auch noch hier uns ihre Stimme geben und dann beenden wir diese Umfrage und wir veröffentlichen dann auch gleich einmal das Ergebnis. Also hier, das ist recht gut verteilt. Wir haben ja heute nicht so viele Zuschauer, aber Sie sehen, es ist doch ganz gut verteilt. Ja, die Umfrage können Sie schließen und dann klicken wir mal weiter. Was ist wichtig noch während der Veranstaltung? Verzichten Sie auf langwierige Einleitungen, langwierige Vorstellungen, Firmenprofile, Referenzlisten. Das können sich die Zuschauer alles auf ihrer Webpräsenz ansehen. Das ist im Online-Meeting gar nicht notwendig zu präsentieren. Starten Sie einfach pünktlich mit einer freundlichen Begrüßung. Umreißen Sie knapp das Thema und die Vorgehensweise und dann können Sie sich auf den Inhalt fokussieren. Denn die Zuschauer wünschen sich informativ Inhalte und das Ganze sollte auch einigermaßen sachlich vorgetragen sein. Ruhe bewahren, auch wenn etwas schief läuft, freundlich bleiben. Gerade bei sehr großen Veranstaltungen kommt es immer wieder vor, dass im Chat hitzige Diskussionen gestartet werden. Da können Sie entweder das Nachrichtenfenster nutzen und den Chat dann ausblenden oder Sie können es einfach ignorieren. Informieren Sie auch die Teilnehmer, falls Sie aufzeichnen und
überlegen Sie sehr gut, ob Sie von der Agenda abweichen. Ja, Plan B sollten Sie sich zurechtlegen, wenn ein Sprecher ausfällt oder die Technik sich querstellt. Und Sie haben hierfür in Street verschiedene Optionen. Sie können sich beispielsweise auch telefonisch einwählen. Sie können, wenn die Bandbreite zu knapp ist, das Videobild aus der Teilnehmersicht abschalten. Und Sie können natürlich auch Ihre Bandbreite in Street reduzieren. Und wie Sie das genau machen, sehen wir jetzt. Ja, da würde ich vielleicht, oder jetzt machen wir das doch nochmal so, dass wir mal kurz uns anschauen, wie das ist mit Kamera, dass Sie da nochmal Bandbreite reduzieren können, dass die Tina vielleicht nochmal kurz das Kamerabild aktiviert. Wunderbar. Da können Sie nämlich links oben sehen Sie diese kleine grüne Kamera. Wenn Sie da draufklicken, dann wird die Bandbreite eingespart. Das heißt, wenn ich jetzt meine eigene Webcam jetzt auch deaktiviere, dann sparen Sie damit einfach Bandbreite ein. Neben dieser Geschichte mit den Einstellungen, also Verbindungseinstellungen, die Sie hoch und runter setzen können, je nach Bandbreite, können Sie hier halt eben auch nochmal das Videobild anhalten, um Ihre Bandbreite zu schonen, und Sie können es rechts oben auch dann maximiert darstellen. Allerdings nicht Ihr eigenes, sondern immer das von den weiteren Teilnehmern oder Moderatoren. Was wir uns nochmal kurz anschauen wollen, ist jetzt hier die telefonische Einwahl. Die können Sie hier über diesen grünen Telefonhörer einfach aktivieren, und da wird nochmal genau eingeblendet, wie Sie das machen mit Ihrem. Achso, schon. So, nochmal kurz Screensharing starten. So, jetzt müsste übertragen sein. Okay, dann tue ich jetzt nochmal kurz maximieren, und hier links oben sehen Sie diesen grünen Telefonhörer. Da wird nochmal genau angezeigt, okay, wie wähle ich mich mit meinem Telefon, mit meinem Handy in Spreed ein. Geht bei den Spreed Meeting Pro und bei den Einzel-, bei den Event-Lizenzen. Sie wählen einfach diese Stuttgarter Telefonnummer, Sie geben dann die Meeting-Nummer und die Raute-Taste und dann die PIN, die Telefon-PIN und die Raute-Taste, und sofort sind Sie mit Ihrem Telefon im Spreed Online Meeting drin. Ja, Brian, für die Ausführung. Ja, Kamera, sage ich auch immer wieder gerne beim Sprechen in die Kamera schauen, und dann ja, fokussieren Sie einfach den unteren Rand des Objektivs, dann haben die Teilnehmer auch das Gefühl, dass sie direkt angesprochen werden. Ja, vermeiden Sie Füllwörter, häufige Wortwiederholungen, Referenzen, das sind alles Dinge, die im Online-Meeting möglichst wenig vorkommen sollten. Und ja, Ihre Zuschauer danken Ihnen für eine aktive Ansprache, klare, deutliche Aussprache mit starker Stimme, und suchen Sie den Dialog auch mit den Teilnehmern. Das heißt, wenn Sie Fragen haben im Chat, dann gehen Sie möglichst gleich drauf ein und beantworten Sie diese. Nutzen Sie auch die Feedback-Symbole, die Umfragefunktion und natürlich auch die Nachrichten. Zum Schluss können Sie Ihren Teilnehmern eine kleine Kostprobe von Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung anbieten, und die können die Teilnehmer dann im Nachhinein in Empfang nehmen. Sie können natürlich auch eine Verlosung oder ein Gewinnspiel durchführen und auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Nach der Veranstaltung gibt es die Abmoderation natürlich, und danach würde ich Ihnen empfehlen, den Chat noch etwas nachlaufen zu lassen, denn auch hier ist es so, dass die Teilnehmer vielleicht dann doch nochmal die eine oder andere Meldung in den Chat reinposten möchten oder sich verabschieden möchten, und wenn sie dann gleich die Veranstaltung beenden, dann können sie dieses Feedback nicht mehr empfangen.
Zudem sollten Sie Ihre Aufzeichnungen veröffentlichen und die Dokumente den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Die Teilnehmerliste und die E-Mail-Statistik, die Sie auch ins Breed zugestellt bekommen, sollten Sie im Nachhinein nachbearbeiten. Sie können ja Ihre Kontakte über ein CRM oder auch in Xing managen. Und vergessen Sie auch nicht, Ihre Teilnehmer wegen der Produkt- oder Dienstleistungskostprobe anzusprechen. So, und wir schauen uns jetzt noch schnell an. Ja, alle Aufzeichnungen, die Sie gemacht haben, die finden Sie im Archiv. Das heißt, wenn Sie im Mindspread auf meine Meetings klicken, auf den Reiter, dann sehen Sie alle Aufzeichnungen, die gemacht worden sind. Zum Beispiel jetzt hier von der letzten Woche haben wir von unserem Tipps und Tricks Webinar. Sie sehen auch, dass hier wie oft die Aufnahmen angesehen worden sind. Wenn Sie diese Aufnahmen allgemein zugänglich machen wollen, das heißt veröffentlichen wollen, dann klicken Sie einfach auf Meeting Aktionen, dann Meeting veröffentlichen. Dann ändert sich dieser Status auch. Sie sehen jetzt hier, dann wird es öffentlich. Wenn ich jetzt hier auf Meeting Details klicke, dann sehen Sie jetzt hier, wenn ich diesen Meeting Link für diese Aufzeichnung einfach hier auch nochmal neu öffne, dann öffnet sich dann nochmal die Landingpage und ich habe jetzt hier sofort die Aufnahme, die ich dann hier einfach über abspielen, wird sich dann das Fenster automatisch öffnen und diese Aufnahme dann gestartet. Ja, vielen Dank, Brian. Ja, machen wir weiter in der Präsentation, denn wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann bereiten Sie gleich die nächste Veranstaltung mit Spreed vor. Ja, was sind unsere nächsten Veranstaltungen? Am Donnerstag, den 7. August um 14 Uhr gibt es wieder eine Spreed-Einführung und am 14.8. um 14 Uhr gibt es wieder Tipps und Tricks für Ihr Spreed-Online-Meeting. Sie können sich dazu auf www.spreed.tv anmelden und natürlich können Sie uns auch direkt ansprechen oder über Xing uns in unserer Xing-Gruppe besuchen. Auch dort schreiben wir immer wieder die Veranstaltungen aus. Das heißt, wenn Sie hier teilnehmen möchten, melden Sie sich einfach über einen der Kanäle an. Ja, wer sind wir? Mein Name ist Tina Bohr. Ich bin Expert Ambassador für Online-Events und Sie erreichen mich über diese Kanäle. Der Brian ist für die Customer Care Abteilung hier bei der Struktur AG zuständig und Sie erreichen das Customer Care Team von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der angegebenen Telefonnummer beziehungsweise natürlich auch per E-Mail. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten und da würde ich sagen, wir machen vielleicht den Chat mal groß und dann schauen wir mal, ob es von Ihrer Seite noch Fragen zu Spreed gibt. Da können Sie uns jetzt mal hier Ihre Rückmeldung geben, ob Sie noch was wissen möchten von uns. Wir bieten natürlich auch die Möglichkeit von individuellen Webinaren und Websessions an. Das heißt, wenn Sie mal ein Einzelcoaching sozusagen haben möchten, dann können Sie auch das bei uns hier bekommen. Ja, Brian, gab es denn in der Zwischenzeit noch Fragen im Chat, die wir noch nicht beantwortet haben? Also der Malte Stock fragt jetzt gerade, können Aufnahmen auch auf anderen Kanälen veröffentlicht werden, zum Beispiel YouTube? Es ist so, dass die Aufnahmefunktion momentan noch weiter verbessert wird. Das heißt, in ein paar Monaten, würde ich sagen, ist es so, dass Sie auch die Aufnahmen runterladen können. Momentan ist es so, dass es nur ein Link ist, jetzt die Spreed-Aufzeichnung, die ich jetzt eben gezeigt habe. Insofern
Was wir immer mal fallweise anbieten, ist mit Camtasia eine Videodatei nochmal von der Aufzeichnung separat anzulegen, das heißt in Ihrem gewünschten Format. Und diese Videodatei, die können Sie natürlich dann auch auf YouTube hochladen. Und der Herr Stock, der hatte ja auch nochmal gefragt bezüglich jetzt diesem Bildschirmaufbau. Das ist genau so, wie er das geschrieben hat, dass Sie also festlegen können als Veranstalter, als Moderator, wenn Sie den Chat einschalten, wie das bei den Teilnehmern angezeigt wird, ob der Chat angezeigt wird oder nicht, beziehungsweise welche Felder, die Teilnehmerliste, die Dateienliste oder halt eben auch die Präsentation maximiert oder normal angezeigt wird. Als Veranstalter, als Moderator steuern Sie, welche einzelnen Felder im Spreed Online Meeting Raum angezeigt werden. Wenn jetzt hier keine weiteren Fragen mehr sind, habe ich Ihnen noch eine besondere Neuigkeit mitgebracht. Und zwar, ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer. Wir haben eine Produktinnovation, die nennt sich SpreadMe. Das ist kein neues Spread, sondern das ist eher ein Ersatz für Skype, sodass Sie Ihre Kommunikation, auch die schnelle Kommunikation zukünftig mit Spread durchführen können. Das heißt, SpreadMe ist ein Video-Chat und der ist made in Germany. Das heißt, hier können Sie sicher sein, dass Ihre Daten nicht abgehört werden. Sie können ganz anonym hier kommunizieren. Da haben wir jetzt die Beta gelauncht. Das heißt, wenn Sie mögen, dann können Sie uns ansprechen und dann laden wir Sie hier zu dieser Beta ein und dann können Sie sich das Ganze mal anschauen. Ja, da können Sie einfach uns Rückmeldung geben, entweder in den Chat oder uns auch nach dem Meeting nochmal drauf ansprechen. Ja, Brian, dann gibt es hier noch eine Frage von dem Herrn Stock. Vielleicht gehst du da nochmal drauf ein. Ja, der Herr Stock fragt, kann er den Chat downloaden im Anschluss an das Meeting? Ja, das ist so. Allerdings ist da zu sagen, wenn das Meeting beendet ist, dann finden Sie das im Meeting-Archiv auch unter Meeting-Aktionen, Präsentationen und Dateien. Da ist zum einen die Statistik von dem Meeting und da ist zum zweiten dann auch nochmal die Chat-Historie. Ich zeige das gleich auch nochmal im Screensharing, damit Sie das auch nochmal visuell sozusagen sehen. Ich starte jetzt kurz nochmal Screensharing und gehe nochmal auf unser Archiv. So, also hier hat man bei meinen Meetings, wie gesagt, ist der Reiter Archiv und wenn ich das jetzt hier auch über Meeting-Aktionen, Präsentationen und Dateien und da sehen Sie jetzt hier unten bei Dateien, das ist jetzt hier Export Chat, das ist die Chat-Historie, der komplette Chat und hier oben sehen Sie, ist auch immer noch die Präsentation und halt eben die Dateien, die Sie dann zum Download zur Verfügung gestellt haben. Es ist allerdings zu sagen, wenn das jetzt ein Meeting mit Aufzeichnung ist, dann wird das nicht gelöscht. Wenn Sie jetzt keine Aufzeichnung machen von dem Meeting, dann ist es noch verfügbar eine Woche lang, also 7 Tage lang nach dem Meeting können Sie das dann hier über diesen gelben Pfeil, sehen Sie ja, wenn Sie draufklicken, können Sie das direkt runterladen, jetzt diese CSV-Datei. So, gibt es noch weitere Fragen von Ihnen? Ich sehe, hier gibt es keine weiteren Fragen mehr. So, Herr Vorzig, wenn Sie noch da sind, dann ja, würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind vom Auditorium, wir sind soweit durch mit unseren Inhalten und dann übergebe ich das Wort mal an Sie. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass diese praktische Session Ihnen nochmal einen tieferen Einblick in die Plattform Spreed gegeben hat. Und ja, wir werden wieder im Anschluss dann die Tage den Aufzeichnungslink verteilen, sodass Sie auch im Nachgang nochmal das aktuelle Webinar nochmal anschauen können und nochmal Revue passieren lassen können. Und ja, vielleicht hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie dann auch Frau Buhr oder den Herrn Krause kontaktieren und vielleicht auch dort demnächst Kunde werden. Ja, soweit von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.
auch nochmal an Herrn Krause und an Tina Buhr. War eine interessante Runde und damit möchte ich einfach nur sagen, vielen Dank und noch eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Danke, tschüss. Tschüss.